Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cookie Clicker Simulator. Was ist denn das? Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich habe mal ein bisschen Rebirths wieder zusammengesammelt. In der letzten Folge haben wir ja am Ende noch ein Power-Up gemacht. Jetzt haben wir wieder ein paar Rebirths und zwar 10. Plus wir haben 2000 noch was Gems, die ich auch zum Teil durch Rumstehen gespart habe. Davon können wir uns eine Fabrik holen. Und die ballert ordentlich Geld. Und nach den nächsten Rebirth kann man sogar tatsächlich schon noch eine Mine holen. Okay, wir haben das Gem oder Rubin Shop. Der wurde doch versetzt, der war doch vorher da und ist jetzt da. Okay, Upgrade und das war's auch. 35 Gems pro Minute kann man nehmen. Okay, was soll das hier überhaupt bewirken? Ah, okay, das zählt. Ich glaube für die Klicks. Ja, für die Klicks. Okay, naja, Klicks werden wir. Mal 3 Zell. Wow, oh mein Gott. Lol, wir brauchen auch nur 5 Millionen, okay. Plus 100 Dias. Gems. So, dann holen wir uns eine Mine. Wie auch immer in der Mine Cookies hergestellt werden. So, das sollte glaube ich reichen. 10 Millionen brauchen wir jetzt. Okay, können wir. Sollten wir gleich haben. Deshalb schöne, wir warten kurz. Bis halt unsere Cookie, bis unsere Workers uns halt Geld geben. Im Übrigen nehme ich das Video gerade um 7 auf und damit meine ich nicht 19 Uhr. Damit meine ich frühs. Ja, bei mir hat die Schule wieder angefangen und wir können uns einen weiteren Rebirth leisten. So. Ach ne, warte, hier erstmal Storage. Jetzt brauchen wir 20 Millionen. Ah, ich würde sagen, wir upgraden mal ein bisschen Storage. Haben wir ja jetzt, denke ich mal, genug. Weg mit der Rangliste. Und dann klickt man mal ein bisschen. Was passiert überhaupt, wenn man das da voll hat? Ja, der Keks, der ist doch 3D geworden, oder? Ja. Okay, das ist cool. So, schön ist, man hat keinen Cooldown, sondern man kann schön die ganze Zeit klicken. Okay, mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja, die Rangliste da oder was auch immer das ist, dieses Board. Das ist glaube ein Update. Ja, ist glaube, weil stand im Spielnamen auch drin Board. Ich dachte halt zuerst, okay, vielleicht ist was mit der Rangliste, aber ist nicht so. Wir brauchen nicht mehr 29, um auf Platz 1 zu kommen, sondern 34, aber sollten wir schaffen.
nach wie vor, unser Ziel ist natürlich die Rangliste. Mal schauen, ob wir das schaffen. So, 40 Millionen brauchen wir jetzt, okay. So. Okay, jetzt sollten wir mal ein bisschen vorankommen. Okay, wir brauchen jetzt 40 Millionen, haben aber gleich. So. Okay, nun brauchen wir nur noch 4 Millionen. So. Denk mal, sollte reichen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Und wir rebirthen. Wir können uns bald sogar wieder eine Mine holen. Okay. Sind wir jetzt schon auf der Rangliste? Na, ich denke eher nicht, weil das... Okay, mit 21, wir brauchen mindestens 21. Und hier brauchen wir, sind wir auch noch nicht drauf. 8. Ja, aber 8. Mach ich nicht, weil da verliert man alles. Millionen. Cash. Okay, ist das das Geld, was die auf dem Konto haben, weil ansonsten, das kann tatsächlich sogar sein, das müssen wir mal im Auge behalten, wobei die Rangliste updatet ja gleich, ne? So, ich spare mal ein bisschen. So, und? Ja, Tatsache. Okay, also in die Rangliste sind wir schon drin. Waren wir auch schon ein paar Mal. Cool. Aber hier die Rangliste, das ist ja das Ziel, was wir uns mal gesetzt hatten vor... Keine Ahnung, wie viele Millionen Jahren. So, wir brauchen jetzt na 82 Millionen. Okay. Die sollten wir aber schnell zusammen haben. Teleporto-Zell, ja. Und wir haben, also wir kriegen mit einem Zell fast 20 Millionen. Das ist dann natürlich schon gut, ne? Ja, nicht, ja, 20 Millionen nicht. Oh, mal 3, Leute, mal 3.
Damit sollten wir jetzt sogar direkt den nächsten Rebirth machen können. Jawohl. Okay. Damit haben wir ja schon die Hälfte, was Rebirths angeht. Ne, also, die Rangliste sollten wir auf jeden Fall schaffen. So, wir brauchen jetzt 164 Millionen. Okay, das dann ein bisschen mehr. Aber sollte auch noch machbar sein. Da haben wir dann 16 Rebirths. Und nochmal das geile Event. Das kommt, glaube ich, öfters vor, aber ich weiß nicht warum. Deshalb das Event habe nur ich. Das Event ist nur einzeln, okay. Also das haben nicht alle gleichzeitig. Weil ich hatte ja mal mit Lukas gespielt. Der ein oder andere wird das vielleicht auch wissen. Und ich habe den gesagt, Oma 3 Cell. Und der hat gesagt, ja, habe ich durch den Rebirth. Weil dem wurde das nicht angezeigt. Liegt vielleicht daran, dass die Events jeder Spieler einzeln kriegt und nicht für den ganzen Server gelten. Aber irgendwann müsste er doch dann auch so ein Event bekommen haben. Also der Keks sieht wirklich gut aus, ne? So, und wir sollten, ne, wir müssen noch. Dauert noch ein bisschen. So, das sollte jetzt aber ausreichen. Und wir können rebirthen. Okay, wir haben jetzt den 16. Rebirth. Wir könnten uns eine Farm holen, aber ich würde sagen, Mine, aber ich würde sagen, wir sparen auf die Fabrik. Jetzt werden die Preise auch schon hoch. 327 Millionen. Okay, aber ja, es ist aber noch machbar, ne? Aber ich denke mal, also es ist nicht ohne Grund so, dass nicht so viel, dass die Rebirth-Zahlen in der Rangliste nicht so hoch sind. Ich denke mal so, naja gut, jetzt werden wir noch erstmal gut durchkommen, aber bei der 20, beim 20. Rebirth, denke ich mal, dauert es dann länger. Aber es ist halt wirklich mein Ziel. Ich will wirklich in die Rangliste. So. Wir können jetzt nochmal einen Rucksack-Upgrade holen. So, das sollte jetzt auf jeden Fall ausreichen.
Alter, wie der Keks vibriert. So, und da. Okay, wir haben schon 100 Millionen. Aber wir brauchen da definitiv noch mehr. So, und da ist schon wieder der Rucksack voll. Ah, also es dauert jetzt schon ein bisschen. Wir können ja Autoklicker anmachen. Der lohnt sich, glaube ich, auch noch. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen schneller voran. So. Verkaufen. Shop. Tschüss. So, dann gehen wir wieder hier hin. Autoklicker on. Und klicken nochmal. Also so langsam sollten wir auch genug Geld haben. Ich denke mal, das wird doch der letzte Rebirth in dieser Folge. Aber 7 Rebirths in einer Folge geht eigentlich. Mal schauen, eventuell in einem Livestream kann man dann ja unser Werk vollenden. Und können ja dann, jawohl, mit dem Event. Boom. Easy. Okay. Perfekt. Gut, damit würde ich sagen, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne diesen Kanal, wenn er euch gefällt. Und schreibt auch gerne Vorschläge für Videos in die Kommentare. Ich muss noch sagen, ich komme mit dem Outro immer ein bisschen durcheinander. Liegt daran, dass ich halt, dadurch, dass ich bei Lukas immer mitspielt, wir sagen, oder ich, also weil ich dann immer wir sagen, brennt sich in mein Gehirn ein und ne. Okay. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und ciao.